Arr, Hydro-Piraten, heute ist der C-Day von Knackleon. Der geht um 10 Uhr los. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Saarbrücken. Da werde ich wieder eine ganz, ganz bekannte Person treffen. Pokémon Tutorial TV. Ich bin noch mega müde, warum auch immer. Auf jeden Fall, einer der Boni ist zum Beispiel, dass man 3x XP bekommt pro gefangenes Pokémon. Ist nicht so meins, weil ich bin absolut gar nicht auf XP aus. Aber Daniel könnte es gebrauchen. Aber weitere Details über die Boni oder über den C-Day erfahrt ihr während dem Video. Aber jetzt erstmal das Intro. Viel Spaß. Oh, das war ein bisschen zu laut. So, ich bin jetzt in Saarbrücken angekommen und ich werde jetzt mich rasch zum GameStop machen. Daniel ist nämlich auch in ein paar Minuten da. Es ist knapp 10 Uhr. Da werde ich ihm halt TCGO-Karten kaufen. Also zwei Packs werde ich kaufen, eins für mich, eins für ihn. Dann werden wir die jetzt noch gleich öffnen und mal gucken, ob wir wieder was Geiles rausbekommen. Weil beim letzten CD habe ich so nach dem Community Day ein Pack gekauft und da war halt einfach die Misty-Karte in Holo. Und Full Art und ich so, oh mein Gott, geil. Ist zwar nur 15 Euro wert, also nur 15 Euro, aber sieht halt mega geil aus. So, dann sehen wir uns gleich später mit Daniel. Eigentlich wollte ich ja vor Daniel im GameStop sein, aber er hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie immer, ne? Ja, wie immer. Aber er weiß ja noch gar nicht, was ihn erwartet. Was erwartet ihn denn? Falsche Treppe. Ja, die... Das ist, ja, toll, das ist die richtige. Oh, Pfosten. Wenn es die Glasscheibe gewesen wäre, hätte ich es wenigstens mal verstanden. Bei dir verstehe ich überhaupt nichts. Da ist es. GameStop, yay. Wir werden den ganzen Laden jetzt aufkaufen. Ja, würde ich am liebsten. So, Daniel. Ich habe hier zwei Packs gekauft. Oh Gott. Eine für dich, eine für mich. Welche willst du, die? Ja. Okay. Dann aufmachen. Aufmachen. Lass dich erstmal sofort blamieren. Ich darf nicht. Oh, guck mal, wie ich es aufmache. Oh. Und schon passiert. Ich hab's kaum. Oh. Ich behalte die Packs immer, die Verpackung. Echt? Die habe ich. Ach so, stimmt. Die kann man ja. Wie viel Euro kann man die verkaufen? Keine Ahnung, das ist unglaublich. Aber ich sammle die einfach. Es gibt ja manche YouTuber, die sagen, die Päckchen kann man irgendwie für 5 Euro oder so verkaufen. Ja, keine Ahnung. So. Nee, ich sammle einfach so für mich. Geht das so? Ja, ja. Also ich habe ein tolles Psycho-Spoink, ein Molunk, Menki, Tragosso, Owei. Ich sehe da schon irgendwas glitzern. Eine Holo, Kamauk. Ja, aber keine Full Art. Wie das guckt. Es guckt so grimmig wie du manchmal. Hey. Unlicht, Kokuna, eine Samantha, aber nicht Full Art. Nein. Und Apollo, das Schmerzverstärker kann. Ich will aber keine Schmerzen. Ja, und nicht Code. Das ist das Einzige, was jetzt hier so drin war, aber das kann man. Ja, aber ich glaube, eine Holo ist meistens immer drin. Ja, ich weiß, man macht das irgendwie, man nimmt 4 und dann macht man die nach hinten oder so. Ich kenne den Trick nicht mehr. Ich kannte den mal, aber ja. So, dann darf ich dich bitten, meine Bahn bitte aufzumachen. Ach. Schalt deine Bahn. Ja, weil ich muss ja. Eigentlich müsstest du die ja jetzt auf. Ja, ja, aber ich muss ja. Guck bitte nicht, wie ich die Packs aufmache. Das ist doch, das ist. Oh Gott. Ist mir doch egal, was mit dem Ding da ist, ey. Also jetzt mal ohne Witz, ey. Die Päckchen, die werft man doch eigentlich weg. Also ich kann das nicht. Ich nicht. So. Wahrscheinlich würden die jetzt 30 Euro kosten. Oh, ich hab schon was gesehen. Ach du Scheiße. Ach du, ja. Krebskorb. Oh, hier. Guck mal, Nebula kann man auch. Und Luster. Sterndu. Krebskorb. Ah, Holo. Aber leider keine Full Art. Frauenmagie, Pflanzenenergie und Grabbit. Oh, das, wie man nicht leiden kann. Tut mir leid, Steffen, Bazi, aber nee, ich mag den immer noch nicht. Keifel und herrlich, ein Miltank mit einem schönen Artwork. Hi! Ja, und die Karte, wow, die ist gut. Die ist ja, gut, ja, genau, die Online-Karte. So. So, wir haben ungefähr noch eine halbe Stunde zum C-Day und wir bereiten uns jetzt vor. Ich hab Respekt davor, was du immer für Karten ziehst, ne? Weil wenn ich Karten aufmache scheinbar, dann funktioniert es irgendwie nicht so, ne? Weil ja, du machst keine mehr auf, tschüss. So, der CD geht gerade los und ich zeige euch jetzt nochmal hier
wie viel Knackleon ich gefangen habe und wie viel EP ich habe. Ich hoffe, Daniel hat irgendwie irgendwo noch ein Glücksei, weil damit er irgendwie ein bisschen aufsteigt. Und mein Ziel ist es ja, mindestens 10 Scheine zu bekommen. Und zweites Ziel, mehr Scheine zu bekommen als er. Das kriegst du nicht hin. Beim letzten CD war es, du hattest 11, ich hatte 10 und diesmal ist es umgekehrt. Nein. Doch. Weißt du was? Die erste Stunde ist um. Daniel, ich muss dich kurz verdecken. Oh. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Unterschied zwischen vorher und jetzt, wie viele Knackleon ich gefangen habe und wie viel EP ich jetzt dazu bekommen habe. Ich muss dazu sagen, die Spawnrate lässt sehr zu wünschen übrig. Es kommen nicht viele, ganz ehrlich. Also es kommen tatsächlich nicht viele. Irgendwie kam auch ein Update raus. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie angekündigt war oder so. Also bei mir bis an 11 Uhr hing eigentlich das Ding am Ladeteil und dann updatet es normalerweise automatisch. Das heißt, es muss während des CDs rausgekommen sein. Also ich habe jetzt diese Stunde 5 Stück gefangen. Ja, da kam ja ein Bug mit irgendwie, dass da ein Update ist im Game. Rausgefunden habe ich das, als ich einen Rocket Stop gemacht habe. Und da stand auf einmal nicht benötigtes Update zu Pokémon Go oder irgendwie sowas oder Team Go Rocket, irgendwie sowas. Also in den ersten 2 Stunden hatten wir Wetterboost bei den Knackleon. Jetzt ist irgendwie in Game Regen. Ja. Ja, ich habe jetzt 10 Shinies. Ich blende euch jetzt nochmal hier ein, wie viele Pokémon, also Knackleon ich gefangen habe und wie viel EP ich dazu gemacht habe. Wie viele Shinies hast du jetzt? Ich habe jetzt aktuell 6 Shinies. Die letzte Stunde habe ich, glaube ich, tatsächlich 4 gefangen. Also die letzte Stunde war recht gut. Also ich hab jetzt, ich meine, mein Ziel von den 10 Shinies jetzt schon erreicht. Diesmal gewinne ich. Vielleicht hole ich ja wieder auf. Nee. Doch, letzte nee. Minute. Letzte Minute. Geh weg. Ja, und was ich extrem lustig fand, Daniel und ich, wir hatten exakt das gleiche Shiny. Davon musste ich eine AR-Session machen, war einfach mega cool. Und was noch krasser ist, wir hatten beide 100er. Das gleiche zwar, aber naja, gut, dass du es gefangen hast, weil ich glaube, du warst... Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie mit was anderem gerade beschäftigt und dann bin ich wieder reingegangen in Pokémon Go. Und da hatte ich dann doch noch Glück gehabt, dass ich das 100er gefangen habe, sonst wäre es mir nämlich durch Lappen gegangen. Deswegen bis jetzt ganz gut. Die Spawnrate ist übrigens jetzt wie ein Seeday, ne? Viel besser. Das freut mich. Ich mache jetzt eine neue Challenge. Wie viele Taubsi kann ich anlocken? Ich zähle null. Das ist echt viel. Hättest du es vielleicht nicht hinter den Baum werfen sollen, natürlich. Ne? Okay, dann neues. Nein. Taube! Taube! Kein Spaß!
Fail. Der Teil ist auch damit weggeflogen. Und wir sehen uns jetzt am Ende wieder. Es ist jetzt nur eine Stunde und ja, viel Spaß. So, jetzt wurde ich auch noch bester Freund mit Pink Eulchen. Das ist die Frau von Blackie. Grüße an euch beiden. Ich bin jetzt nochmal auf dem Weg zu meinem Auto, weil ja, ich muss das Ticket verlängern. Daniel, der ist auf der anderen Straßenseite. Wo ist er? Hallo? Da. Das kleine Ding da. Gucci, 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 Gucci. So, wenn ihr jetzt auf die Uhrzeit guckt, irgendwo da seht ihr es, in allerletzter Minute habe ich noch ein Shiny bekommen. Ich habe 13 Stück und du hast? 8 Stück. Ja, ich habe gewonnen. Hab doch gesagt. Peace. Au. Ja, also insgesamt muss ich sagen, es war ein CD, wo ganz okay war. Anfangs war ein bisschen läppig mit den Spawns, aber danach ging es, also relativ gut. Danach fühlte sich so, ist wirklich an wie so ein CD quasi. Ne? Nochmal so, und hier. Wir nehmen hier schon zum fünften Mal diese Szene auf. Also jetzt Konzentration. Also, hier blende ich dann nochmal. Oh, hi. Hier blende ich nochmal ein, wie viele Knacklion ich gefangen habe und wie viele EP ich gemacht habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder von irgendeinem C-Day. Was wird es sein? Was glaubst du? Schwierig zu sagen, aber ich denke, da es ja hauptsächlich Rocket-Pokémon waren, vielleicht irgendein Rocket-Pokémon. Also ich weiß es eigentlich schon. Du weißt es schon, okay. Dann ich sag mal so, es ist irgendein Starter. Ah, schön. Man merkt, dass ja nicht ganz viel Pokémon Go zockt. Weil normalerweise ist ein Starter, dann kein Starter, dann ein Starter, dann wieder kein Starter. Jetzt bist doch nicht alles. So, seinen Kanal findet ihr in der Endcard, in der Videobeschreibung und irgendwo in der Infokarte. Hier oder hier? Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch mal unbedingt in die Kommis, was ihr alles so erreicht habt beim C-Day und wie viele Shinies ihr gefangen habt, ob ihr eins mit hohen IV-Werten gefangen habt, wie viel EP ihr gemacht habt, etc. etc. Ich freue mich drauf und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm einen Hack nach oben da lassen. Das wäre mega R. Oder ein Abo. Und ja, dann bis zum nächsten C-Day. Werft den Ball nicht zu weit, euer Tenmaru. Ciao. Ciao. R.